Das Bewusstsein ist wie ein Phantom. Weil ohne Bewusstsein ist eigentlich angenehm. Also Abwesenheit vom Bewusstsein ist sehr angenehm. So wie Tiefschlaf, da beschwert sich keiner. Da gibt es keinen, den was stören könnte, keine, was auch immer. Kein Gegenteil, keine Zeit, kein Gegenüber, kein was immer du dir vorstellen kannst. Weil sobald Bewusstsein anfängt, gibt es das alles. Also die Tendenz ist immer das zum Zweiten, zur Abwesenheit. Weil in der Abwesenheit ist scheinbar Ruhe, aber es ist eine scheinbare Ruhe. Weil es gibt ja nur Abwesenheit, weil es Anwesenheit gibt. Die kommen beide zusammen. Du kannst ja auch nicht entscheiden, auf was du dich richtest. Entweder Abwesenheit in der Nacht ganz oder in die Anwesenheit wieder. Es sind seine zwei Gesichter. Du bist also das, was zwei Gesichter hat. Ein anwesendes Gesicht und ein abwesendes. Das bist du halt. Und du kannst es nicht weglegen, weil du bist das. Du bist der Shiva mit den zwei, diese Dreifaltigkeit Shiva ist, du bist der Shiva mit anwesend und abwesend. Das ist wie der Mond. Der ist immer für eine Nacht abwesend, der No-Moon, der Shiva-Mond, wo er sich nicht kennt. Das ist wunderbar. Da ist Shiva nur das, was Shiva ist, das Selbst nur Selbst. Dann gibt es wieder das erste Gewahrsein-Mond, den Neumond. Und dann fängt es wieder der ganze Scheiß an. Eine ganze 30 Tage oder 28 Tage Scheiß-Mond. Bis es dann mal wieder dunkel ist. Wunderbar. Vollkommen abwesend, ganz Ding. Und dann fängt, aber es fängt immer wieder an. Das sind so, am Himmel kannst du den Kreislauf ständig beobachten. Das ist immer energetisch. Der No-Mond ist energetisch und der Vollmond wieder. Wenn das Persönliche vollkommen da ist, der Jiva vollkommen da ist in diesem Licht, im Vollmond oder im No-Mond, wo er abwesend ist, wo Shiva ganz vollkommen da ist. Und dazwischen gibt es, also du bist manchmal personal und dann unpersonal. Und keinem kommen. Die Empfehlung, mehr Fokus auf den Beobachter zu legen, ist eine weitere Versuchung. Ist alles nur der Versuch der Kontrolle. Das ist immer der Teufel, der dich versucht, also sich selbst versucht, indem er versucht, das so zu sortieren, den Guten rein, den Schlechten raus und Gott. Hört nie auf, es ist nun mal die Art und Weise, wie die Hölle funktioniert. Er möchte sich halt kennen und der Teufel möchte halt wieder Gott werden. Er möchte halt wieder zurück zu, er möchte sogar Gott kontrollieren. Sozusagen. Also Gott möchte Gott kontrollieren, weil er sich selbst liebt. Das ist ja der Teufel. Der Teufel ist ja nicht der gefallene Engel, es ist Gott sich kennend. Die Erkenntnis macht ihn ja zu einem Teufel für sich selbst. Und von da an möchte natürlich er sich selbst auch kontrollieren, aus Liebe zu sich selbst. Und die Liebe ist natürlich auch Hass, weil er schafft es nicht, wird immer böser. Zu sich selbst. Manchmal akzeptiert er sich für eine Zeit und dann wieder böse. Oh, das Teufelchen. Also wenn ich sage, selbst schuld, das heißt, du bist das Teufel und das ist dein Revier hier. Das bist du hier, das ist deine Hölle. Und als Teufel bist du nun mal dafür da, wo du hingehörst. In der Teufelserfahrung, wenn du dich kennst. Und sobald du dich kennst, kennst du dich in der Hölle. Weil da gibt es ein Kennen und etwas Gekanntes. Da gibt es immer zwei. Das ist die Hölle. Das ist Zeit. Das ist Unterschied. Also das ist auch Totenreich. Das ist das Totenreich hier. Wo verschiedene sich treffen. Und in der Abwesenheit ist noch niemals Einheit. Da ist einfach Abwesenheit. Super. Aber in diesem Kontrast da bewegst du dich ständig und das ist natürlich eine Vorliebe. Diese Vorliebe der Tendenz der Abwesenheit lässt dich hier leiden. Das ist die Grundtendenz. Eine Tendenz zu haben der Vorliebe, nämlich Abwesenheit, ist besser als Anwesenheit. Und ist ja auch besser, aber du kriegst halt das nicht los hier. Ja, es ist etwas besser, es ist etwas wunderbar, himmlisch und ist dieses höllisch. Ja, aber das ist, was du bist. Du kriegst dich nicht weg. Fertig. Ich will nichts beschönigen hier, es ist reine Hölle. Aber was machst du? Du leidest ja nur, wenn du aus der Hölle in den Himmel willst. Wenn der Himmel besser ist als die Hölle. Aber im Himmel genauso gut oder schlecht die Hölle ist, weil du bist das halt und es gibt kein Entkommen, kein Ausweg. Was ist dann? Nix. Macht nix. Du hast alles versucht, mit aller Macht wolltest du aus der Hölle einen Himmel machen oder was auch immer, sortieren. Es hat nichts geklappt. Du versagst total an deinem Versuch, den Himmel auf Erden zu schaffen. Nein, es klappt nicht. Das ist Buddhas Erleuchtung. Das ist ein absolutes Versagen, dass er
die Welt leidfrei machen könnte oder irgendetwas passieren könnte, dass es irgendeinen Ausweg gibt. Damit wurde er zum Buddha. Aber nicht, weil er Erfolg gehabt hat an irgendeinem. Er ist ein totaler Versager. Weil er im Versagen, sogar der Versagen, das Versagen am Versagen, das ist der absolute, da folgt keiner mehr. Aber sobald du Erfolg hast, folgst du dem Blödsinn. Das Versagen ist, wenn überhaupt, das. Du versagst dich, dir selbst zu kennen, und du versagst, dir selbst zu entkommen, weil du das bist. Absolutes Versagen. Ja, so ein schönes Konzept. Kann man mal probieren, ne? Probierst jetzt ständig aus. Du suchst ständig und findest nie. Also solltest du dich an das Versagen gewöhnen irgendwann. Und weil alles, was du findest, lässt du wieder los, weil du merkst es nicht. Sogar den Frieden, den du finden kannst, nach einer gewissen Zeit hast du schon wieder die Angst, dass du ihn verlierst und kannst nicht sein. Die Freude, die du kriegen kannst irgendwo oder finden kannst, die ist schon wieder ein schlechtes Gefühl im Bauch, weil du weißt, es ist nur temporär. Und schon ist die Freude auch schon wieder Leid. Weil alles, was du finden kannst, schafft Leid. Weil du es haben kannst, weil es kommt und geht und nicht. Da gibt es keine Zufriedenheit. Die einzige Zufriedenheit ist das zu sein, was du eben bist, weil das braucht nicht zufrieden zu sein, um zu sein. Das ist die Zufriedenheit, die keine braucht. Der Frieden, der keinen Frieden braucht und nicht rumjagt und nach Frieden forscht und Jugend forscht und irgendwo forscht. Also das Sortieren fängt vornherein. Frieden ist besser als Krieg. Da fängt der Sortierer an. Auch der Sektierer. Da kommen die ganzen Sekten her. Und die Gurus, die versprechen, dass sie dir was bringen können, dich verändern können. Alles das kommt von dem Sektierertum.